Ja, hallo Leute. Dies ist ein Video in Zusammenarbeit mit Bosch Professional und ich möchte in diesem Video die neuen Kreissägeblätter für die Akku-Handkreissäge ausprobieren. Ja, wenn ihr genauso gespannt seid wie ich und ihr wissen wollt, was diese besser können als die werkseitig verbauten, dann bleibt jetzt einfach dabei. Ja, die neuen Sägeblätter, die sollen die Akkulaufzeit deutlich erhöhen und auch noch eine bessere Schnittqualität haben. Und wenn wir uns die Sägeblätter einmal genauer anschauen, ich habe hier drei unterschiedliche Sägeblätter, je nach Schnittqualität, also das heißt unterschiedliche Zahnung, unterschiedliche Zahngeometrie. Das bedeutet, ich habe Schnitte für Längsschnitte in Holz oder auch Querschnitte oder auch dann eben ein entsprechendes Universalblatt. Ja, das Universalblatt ist ja bereits auf der Maschine auf der 1857G montiert. Und wenn wir uns das mal anschauen, wir haben hier eine Sägeblattstärke von 1,2 mm. Das ist schon sehr, sehr dünn. Und eine Sägeblattstärke, was den Schnitt angeht, von 1,7 mm. Wenn wir das mal hier im direkten Vergleich mit einem Sägeblatt machen, was auf einer 230 Volt Tauchsäge ist, in dem Fall meine GKT 55 GCE, da haben wir eine Sägeblattstärke von 1,6 mm, das heißt, das ist die Stärke von dem Sägeblatt von dem Grundmaterial und die Zahnstärke hat dann hier in dem Fall 2,6 mm. Also 2,6 mm zu 1,7, das ist ja schon mal deutlich dünner hier, was das angeht. Aber die neuen Sägeblätter, die sind dann eben nochmal einen Ticken dünner. Und wenn wir das Ganze dann hier mit dem werkseitigen Sägeblatt mal vergleichen, dann haben wir, wo wir hier noch eine Schnittbreite von 1,7 mm hatten, haben wir jetzt hier nur 1,5. Ja, das sind also nochmal 0,2 mm dünner. Und der Grundkörper von dem Sägeblatt hat hier in diesem Fall 1 mm zu 1,2. Also auch dort haben wir 0,2 mm, was dann dieses Sägeblatt nochmal dünner ist. Und wenn man das hier mal so in die Kamera hält, ich glaube, man kann das vielleicht erkennen, dann sieht man doch, dass die beide sehr, sehr dünn sind. Und ja, also man kann es kaum merken, dass das nochmal dünner ist wie das. Aber ja, also wenn man die in der Hand hat, die sind schon sehr, sehr dünn. Aber in diesem Video möchte ich einfach mal beide Sägeblätter direkt vergleichen. Und ich werde hier in diesem Fall auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern ein Sägeblatt, was eben dieselbe Anzahl an Zähnen hat. Und da möchte ich dann einfach mal auf die Schnittqualität eingehen bei verschiedenen Materialien. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Stück Eichenmassivholz, dann ein Stück Fichte 35 mm Baudiele, das ist ein Holz, was üblicherweise auf einer Baustelle verwendet wird, zum Einschalen oder irgendwelche ähnlichen Arbeiten auf dem Bau. Des Weiteren möchte ich mal versuchen, wieso die Schnittqualität bei OSB-Platte ist. Ja, das ist ja auch ein typisches Material im Innenausbau, wo so eine Säge dann zum Einsatz kommt. Und da möchte ich einfach mal gucken, wie stellt sich die Maschine denn an mit den Materialien? Unterschiedlich starke Materialien werde ich ausprobieren. Bei OSB-Platte habe ich hier zum Beispiel 15 mm, 18 mm und als Ausdauertest habe ich oben im Hof noch eine große Platte mit 2,50 m x 1,25 m. Diese hat dann 22 mm und da möchte ich dann wirklich mal gucken, unter gleichen Voraussetzungen, wie viele Schnitte kann ich mit diesem Sägeblatt machen und anschließend hier mit dem optimierten. Ja, das sind soweit die Tests, die ich vorbereitet habe und natürlich noch eine Königsdisziplin, was eigentlich schwierig für jedes Sägeblatt ist. Und zwar habe ich hier eine 19 mm oder ist es 16, ich muss mal schauen. In dem Fall ist es ja auch egal, wie dick sie ist, sie ist 16 mm. Da möchte ich einfach mal gucken, das ist eine weiß beschichtete Spanplatte, Melaminharz beschichtet. Und da möchte ich einfach mal gucken, wie ist denn da die Schnittqualität, wenn ich mit der Schiene schneide. Ja, reißt es vielleicht bei dem einen oder anderen mehr aus. Und da bin ich wirklich gespannt, ob die neuen Sägeblätter wirklich besser sind oder ob das alte genau dasselbe kann. So, ich habe jetzt auf der Säge mein Sägeblatt montiert, was werkseitig dabei ist. Das ist ein Standard-Verhutsägeblatt, Wechselzahn mit 36 Zähnen. Mit diesem Sägeblatt werde ich immer den ersten Schnitt durchführen, um dann Vergleichswerte zu bekommen. Der zweite Schnitt wird immer mit dem Sägeblatt sein, was hier das Expert Forward ist. Das ist das neue, verbesserte Sägeblatt
Und anschließend mache ich noch einen dritten Schnitt mit einem ebenfalls Expert for Wood. Optimiert für Akkusägen sind diese blauen alle beide. Aber dieses hat dann nochmal weniger Zähne und wird mit Sicherheit wesentlich leichter durch das Material gehen. So, der erste Schnitt ist gemacht und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir haben hier einen relativ groben Schnitt, also die Schnittkante ist nicht besonders glatt und auch hier sehen wir vereinzelt ein paar Ausfransungen. Das ist natürlich eine Sache von der USB-Platte, aber da sehen wir, das hat dann nicht sauber weggeschnitten, sondern eher ein bisschen nach oben ausgefranst. Zu schieben ging das Ganze mittelschwer, also ich habe jetzt nicht besonders feste gedrückt. Ich werde das übrigens versuchen, bei allen Maschinen gleich zu machen oder eher gesagt bei allen Schnitten. Und ja, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt das nächste Sägeblatt drauf und direkt den zweiten Schnitt. Das sind übrigens alles neue Sägeblätter, von daher haben wir hier auch die besten Vergleichswerte. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen überrascht. Also es ging leichter durch, das muss ich schon sagen. Also ich musste nicht so einen Druck ausüben. Trotzdem ist es so, klar, wir konnten schneller arbeiten, aber der Sägeschnitt ist in dem Fall genau wie bei dem anderen Sägeblatt auch. Zum Wechseln des Sägeblattes würde ich natürlich immer empfehlen, den Akku abzunehmen. Nicht, dass die Maschine aus Versehen mal unbeabsichtigt anläuft. So, jetzt haben wir das Sägeblatt mit den wenigsten Zähnen hier im Test. Das hat 24 Zähne und ich denke mal, das geht noch mal deutlich leichter durch. Ja, genau wie ich das auch schon vermutet hatte, das ging wirklich durch wie Butter und ich nehme euch mal hier direkt mit, ja, dass wir hier mal die Sägeschnitte live sehen können. Also jetzt ohne, dass irgendwas geschönt oder geschnitten ist von mir im Video. Ja, also wir haben hier auch wieder, obwohl das liegt nur oben drauf, hier das eigentlich auch. Ja, also wir haben relativ wenig Ausrisse und ich würde sagen, das ist natürlich das Sägeblatt, wo ich sage, damit hat es dann wirklich am allerbesten funktioniert. Ja, aber ich würde sagen, 15 mm ist überhaupt kein Problem. Das sollte jedes Sägeblatt und jede Maschine problemlos schaffen. 18 mm ist auch nicht wirklich dicker, aber trotzdem werden wir jetzt eine Nummer stärker gehen. So, 18 mm. Schnitt mit dem normalen Standardsägeblatt. Ich will noch mal ganz kurz hier auf die Schnittqualität zurückkommen. Jetzt habe ich mir gerade schon einen Splitter reingezogen. Ja, also hier in dem Fall ist der Schnitt wirklich glatt, glatter als das eben der Fall war. Vielleicht liegt das natürlich auch immer etwas an der Streuung von der Platte. Ausriss haben wir hier oben auch minimal, also das ist wirklich so in Ordnung. Ja, der Schnitt ist hier auch wieder glatt. Ja, wunderbar. Aber man hat es vielleicht schon wahrgenommen, dass ich hier jetzt mit der Maschine schneller durchdrücken konnte, als das noch eben der Fall war. Ich richte mich da immer so ein bisschen nach dem Drehzahlgeräusch, dass ich das versuche, immer so auf dem gleichen Level zu halten, je nachdem, welches Sägeblatt da montiert ist. Aber so können wir dann ungefähr vergleichen oder so habe ich ungefähr ein Gefühl dafür, ob ich jetzt schneller durchschieben konnte oder eben nicht. Jetzt dritter Schnitt, Sägeblatt mit 24 Zähnen. Thank you.
Ja, auch hier würde ich sagen, hat man wieder einen schnelleren Schub gehabt. Das ging wirklich durch, ohne Anstrengung, würde ich eigentlich sagen. OSB-Platten sind damit durch. 22 mm OSB-Platten, hatte ich ja eben schon gesagt, habe ich oben im Hof noch eine. Da können wir dann auch nochmal schauen, nicht nur die Ausdauer, sondern eben auch, wie sehr das die Maschine beansprucht. Ja, kommen wir jetzt zum nächsten Material. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf die Spanplatte in 16 mm. Und hier kommt es mir nicht auf den Arbeitsfortschritt an, sondern eher auf die Schnittgüte. Ja, wie reißt es aus, bei welchem Sägeblatt? Und da werde ich dann auch mit der Schiene schneiden. Hier werde ich jetzt nicht versuchen, so schnell wie möglich durchs Material zu kommen, sondern eher einen ordentlichen Sägeschnitt hinzubekommen. Und somit werde ich natürlich etwas langsamer durch das Material fahren. Ja, wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, das ist wirklich alles andere als sauber. So, zweiter Schnitt, selbe Tarnung, Expert for Wood Sägeblatt. Das, was ich abgeschnitten hatte, das war ja im Grunde genommen, dieses Teil war dann der erste Schnitt und dies jetzt der zweite. Und wenn wir das mal direkt vergleichen, ich hole euch mal ganz nah ran. Ja. Das ist der Schnitt mit dem Standardsägeblatt und das ist jetzt der Schnitt mit dem Expert for Wood. Ich würde sagen, es ist etwas sauberer, aber so, dass man es für den Möbelbau verwenden kann, ist es auf jeden Fall auch beides nicht. So, jetzt bleibt es noch, das dritte Sägeblatt zu testen, wobei ich davon ausgehe, dass das eigentlich überhaupt keine Relevanz hat. Denn das Sägeblatt mit noch weniger Zähnen wird hier wahrscheinlich noch deutlich mehr ausreißen. Und von daher werde ich in diesem Fall das Sägeblatt nehmen mit 48 Zähnen. Ja, also das ist dann ein Feinschnittsägeblatt. Und das probieren wir jetzt in diesem Fall aus. So, jetzt haben wir mal wirklich einen richtig tollen Vergleich hier. Das hier war der erste Schnitt mit dem Standardsägenblatt mit 36 Zähnen und da hatten wir ja wirklich einen sehr, sehr starken Ausriss. Hier war es dann etwas besser, wobei ich noch nicht sagen würde, dass es gut ist. Hier bei dem dritten Schnitt hatten wir das Sägeblatt mit 48 Zähnen drauf, ebenfalls ein Expert-Sägeblatt. Und ja, ich würde sagen, in der ersten Hälfte, da habe ich schon etwas schneller die Säge geschoben an der Platte. Da haben wir mehr Ausriss als hier in der zweiten Hälfte. Und hier hinten habe ich scheinbar noch mal ein kleines bisschen langsamer gemacht. Da ist es ja nahezu perfekt. Ja, also man muss natürlich auch sagen, das liegt auch immer ein bisschen mit an der Platte. Trotz allem würde ich behaupten, für eine Handkreissäge mit einer relativ niedrigen Drehzahl im Vergleich zu einer Tauchsäge, wie ich sie hier unten auch habe von Bosch, und noch mit einem guten Sägeblatt, würde ich sagen, ist der Schnitt durchaus zu akzeptieren. Ja, also man kann durchaus jetzt eine Melaminkante da draufkleben mit Schmelzkleber, wenn man das möchte. Und ja, diese kleinen Ausfransungen oder weggeplatzten Stellen, die würde ich in diesem Fall dann schon tolerieren. Ja, ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Schritt. Und das ist einfach mal ein Stück Massivholz. So, ich habe jetzt hier mein Stück Eiche Massivholz aufgespannt. Das ist eine 26 mm Bohle, ja, Schnittholz im Grunde genommen.
typischer Anwendungsfall wäre jetzt hier zum Beispiel, dass man die erste Kante besäumt, sodass man es dann an der Säge parallel schneiden könnte, bevor man das Ganze abrichtet. Und das werde ich jetzt mal machen. Ich werde jetzt hier einen Längsschnitt durchführen mit dem Original-Standard-Sägeblatt 36 Zahn. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da schon die ersten Probleme gibt. Aber das werden wir jetzt sehen. Ja, ich würde sagen, sie hat es geschafft und eigentlich auch ganz gut. Der Schnitt ist recht sauber, also das überrascht mich jetzt wirklich sehr. Also das ist ein sehr sauberer Schnitt und natürlich, ich habe hier langsam gearbeitet, ich habe nicht zu schnell vorgeschoben, aber wie man das hier auch an der Drehzahl hören konnte, denke ich, war das schon so das Maximum, denke ich. Ja. Probieren wir das nächste Sägeblatt aus. Ja, ich weiß nicht, wie empfindet ihr das? Ich habe das Gefühl, ich konnte schneller durchdrücken und bei weniger Anstrengung. Also von der Drehzahl her kam es mir jetzt so vor, als ob sie sich weniger angestrengt hat, die Maschine. Und ich bin, glaube ich, trotzdem schneller durch das Material durch. Schauen wir uns mal den Sägeschnitt an. Ja, der ist ebenfalls sehr, sehr sauber. Ja, also ich würde sagen, für eine Akkumaschine wirklich sehr gut. Ja, ich denke, da brauche ich nicht viel zu sagen. Deutlich schneller. Mit Sicherheit ein nicht ganz so sauberer Schnitt. Aber dennoch in Ordnung. Das Ganze wird ja in der Regel sowieso noch abgerichtet. Ja. Kein Ausriss nach oben, ist klar, wir haben Längsfasern im Holz, Längsschnitt, sowieso weniger Ausriss und somit, ja, würde ich sagen, ist das Sägeblatt hier mit der weniger großen Zahnung, 24 Zähne, für diese Arbeiten auf jeden Fall am besten geeignet und ich würde sagen, die Maschine tut sich überhaupt nicht schwer dabei. Mit der Eiche hatten wir ja gerade gesehen, hat die Maschine mit dem richtigen Sägeblatt überhaupt keine Probleme. Mit dem Standardsägeblatt funktioniert es auch, aber es ist im Vergleich zu einem Sägeblatt mit weniger Zähnen und dann noch das verbesserte Sägeblatt ein deutlicher Unterschied zu sehen. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal an, wie das Ganze bei Fichte Baudielen aussieht. Ich habe hier eine Stärke von 35 mm. Das ist eine typische Bohle, um Einschalungen zu machen, um irgendwelche Sachen auf der Baustelle, ja, wo es etwas gröber zugeht, würde ich sagen, weniger für den Innenausbau. Aber ich möchte gerne mal wissen, wie schneidet denn die Maschine im Querschnitt und im Längsschnitt? Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. So, das Standardsägeblatt ist montiert. Ich werde hier wieder mit dem Parallelanschlag arbeiten, denn das ist authentischer für das Material. Da wird, glaube ich, keiner mit der Führungsschiene arbeiten. Und Standardsägeblatt, Expertsägeblatt und dann noch mit weniger Zähnen. Jetzt haben wir es, dass die Säge das erste Mal stehen geblieben ist. Natürlich, ich habe auch schon gedrückt. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich sie im Leerlauf da arbeiten lasse. Ich habe schon gedrückt, weil wir wollen ja doch auch irgendwo einen Arbeitsfortschritt haben. Aber wir haben gesehen, ich denke mal, da ist jetzt so die Grenze erreicht von dem Standardsägeblatt. Ich werde jetzt trotzdem mal mit dem Sägeblatt noch weiter durchfahren und anschließend schauen wir, wie es dann weiter mit den anderen Sägeblättern aussieht. Im Übrigen
Übrigen arbeite ich hier die ganze Zeit mit einem 8 Ampere Pro Core Akku. Dieser hat natürlich die optimale Leistung hier für diese Maschine. Ja, auch hier, ich habe wirklich schon ordentlich gedrückt, das hat man vielleicht auch gesehen. In der ersten Zeit ist er ganz gut durchgegangen und dann am Schluss zweimal stehen geblieben. Ich weiß nicht, ob dann der Akku nicht mehr von der Leistung her ausreicht, ob er dann kurzzeitig, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wir schauen auf jeden Fall mal, wie das aussieht mit dem Chromsägeblatt und ich denke, das wird dann deutlich besser werden. Überhaupt keine Überraschung. Ich musste nicht so fest drücken, so kommt mir es vor. Also die Säge ist schneller durchs Material gegangen, sie hatte keine Probleme, sie ist nicht stehen geblieben und ich persönlich hatte das Gefühl, dass ich weniger fest drücken musste noch bei der Sache. Somit ganz klar und auch keine Überraschung, dass das Sägeblatt hier mit den wenigeren Zähnen beim Längsschnitt gewinnt. Ja, ich hatte ja noch gesagt, Querschnitt werden wir auch mal ausprobieren. Da werde ich mir dann die Winkelschmiege nehmen und einfach mal 90 Grad Schnitte machen zu dem, was wir jetzt hier geschnitten haben. Würde ich ganz klar hier das mit 36 Zähnen bevorzugen, das sogenannte Universalsägeblatt. Längsschnitt, ganz klar, das mit weniger Zähnen, Querschnitt ist das absolut in Ordnung. Wenn man Längs- und Querschnitte in Fichte Baudielen macht, würde ich auf jeden Fall hier das mit weniger Zähnen bevorzugen. Ja, ja, jetzt steht der große Ausdauertest an. Ich habe dazu hier zwei gleiche Akkus, das sind beides Pro Core 4 Ampere Akkus, beide Akkus sind noch relativ neu. Beide Akkus sind voll geladen, ich werde mir jetzt den ersten Akku nehmen mit einem Standardsägeblatt und dann werde ich oben im Hof die 22 mm USB-Platte schneiden am Parallelanschlag so weit wie sie kommt. Und dann zählen wir, wie viele Meter das waren und anschließend denselben Schnitttest hier mit demselben Sägeblatt, selbe Zahnung, aber Expert für Wood und etwas dünner. Akkustufen sind noch vorhanden, trotzdem ist der Akku sehr warm und die Maschine läuft gar nicht mehr an. Wenn wir mal am Maschinenkörper fühlen, am Motorgehäuse, das ist ganz kalt, also da ist nichts, auch nur ein Hauch warm. Ja. Jetzt will er wieder, dann probieren wir es nochmal. So, ich würde sagen, jetzt brechen wir wirklich ab mit dem Akku. Der ist jetzt auch, ja, noch nicht ganz leer, aber schon ziemlich. Ich nehme mal an, der wird aufgrund der Elektronik innen drin abgeschaltet haben. Hat ja Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz und so weiter. Und von daher
denke ich mal, können wir noch mal aufs Neue zählen. So, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 und fast 10 sind wir bei knapp 25 Metern. Ja, hier der zweite, vollgeladen, direkt eben aus dem Ladegerät rausgenommen. Sägeblatt ist jetzt hier das Expert for Good, auch wieder vergleichbar mit den Zähnen wie eben das. Den zweiten Akku leer. Er leuchtet zwar noch grün, blinkt noch nicht, aber ja, er ist auch schon ordentlich warm. Ich würde sagen, wir kühlen ihn jetzt noch mal ein bisschen und dann gucken, ob wir wenigstens den einen Schnitt hier noch fertig bekommen. So, ich würde sagen, das Ergebnis war schon mal eindeutig, aber wir haben noch viel OSB-Platte übrig und was mich jetzt natürlich umso neugieriger macht, wie weit komme ich mit dem Blatt, was nur 24 Zähne hat, ja, das eigentliche Blatt für den schnellen Schnitt, für Längsschnitte und so weiter. Ich gehe mal davon aus, dass wir hiermit nochmal deutlich weiterkommen. Ich habe noch einen weiteren 4 Ampere Pro Core Akku, den werde ich jetzt hier gerade nochmal aufladen, der ist nicht ganz leer gewesen. Ich möchte jetzt nicht einen der bereits benutzten Akkus nehmen, denn die sind immer noch ganz schön warm, alle beide. Und von daher lade ich jetzt hier diesen dritten Akku, den ich noch habe, nochmal voll und montiere in der Zeit das andere Sägeblatt und dann gehen wir nochmal hoch und gucken, wie viele Streifen wir jetzt abschneiden können. So, der Akku ist frisch geladen. Es ist mittlerweile dunkel draußen geworden, aber das soll uns nicht davon abhalten, den dritten Test jetzt auch noch durchzuführen. Ist natürlich jetzt auch wirklich extrem heiß. Der ist heißer wie eben die waren. Ich nehme an, der hat aus diesem Grund abgeschaltet. Hat eigentlich noch zwei Lämpchen, aber ja, er will nicht mehr. Also 13 Streifen, somit etwas mehr als beim ersten, aber dennoch ein Streifen weniger als bei dem anderen Sägeblatt. So, das ist ein Ergebnis, was mich jetzt ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich hätte gedacht, dass hier das Sägeblatt mit den wenigsten Zähnen deutlich höhere Reichweite hat. Ich kann mir eigentlich vorstellen, dass es nur mit dem Akku zu tun hat, der ja eigentlich relativ schnell jetzt leer war im Vergleich zu den anderen beiden. Vielleicht hat es damit was zu tun, dass er kurz zuvor aufgeladen war und somit schon eine gewisse Wärme hatte. Er ist auch deutlich wärmer, wie eben die Akkus waren. Von daher würde ich dieses Ergebnis jetzt eigentlich mal nicht so genau nehmen. Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass das Sägeblatt wesentlich leichter durch das Material geht und ich auch wesentlich schneller arbeiten kann. Somit würde ich persönlich das eigentlich so einschätzen, dass dieses Sägeblatt mehr hätte erreichen müssen. Ja, ich denke mal, es liegt am Akku in dem Fall. Ja, ansonsten sind wir durch. Also das war eigentlich so mein Sägeblatt-Test hier heute und ich hoffe, dem einen oder anderen hat es gefallen. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, wir hatten das Standard-Sägeblatt mit 36 Zähnen, dann das Expert-Sägeblatt hier auch mit 36 Zähnen, dann nochmal mit 24 und 48.
Das 48er hatten wir ja nur bei der Spanplatte getestet, einfach um die Schnittqualität, einfach um zu gucken, wie sauber kann denn dieser Schnitt im Allgemeinen sein. Ansonsten sind es hier für mich keine besonders großen Überraschungen. Ja? Außer, dass man vielleicht sagen könnte, dass es doch erstaunlich ist, wie viel man mit einem doch noch besseren Sägeblatt aus so einer Maschine rausholen kann. Ich denke mal, so könnte man das zusammenfassen, denn wir hatten eigentlich immer leicht bessere Ergebnisse als hier mit dem Standardblatt. Wir kamen entweder weiter oder hätten leichter schneiden können, somit einen schnelleren Arbeitsfortschritt. Und das ist ja eigentlich das Ziel oder das ist ja eigentlich das, was Bosch hiermit aussagen möchte. Und bei meinem Sägeblatttest würde ich sagen, hat sich genau das bestätigt. Und somit würde ich sagen, war das ein voller Erfolg. Ja? Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, denn so seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn neue Videos kommen. Ja, jetzt bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.